Wenn man sich mit bestimmten Themen beschäftigt, zum Beispiel ökonomischen Themen, kommt man immer wieder an den Punkt, wo man feststellt, dass die eigenen Beobachtungen und die eigenen Wünsche und Absichten nicht mit dem übereinstimmen, was man so tagtäglich beobachtet. Und das kann eine ungeheure und konstante Quelle der Frustration und der eigenen Unsicherheit sein. Und da hat jemand mal eine griffige Formulierung gefunden für diesen, ja, alltäglichen Vorgang. Und die Formulierung ist, hier auf Englisch, das ist das Originalzitat, "The map is not the territory", also auf Deutsch, die Landkarte ist nicht die Landschaft. Und der das formuliert hat, war Alfred Korschipski. Der hat ein paar interessante Bücher geschrieben. Das bekannte ist Science and Sanity. Kann ich also wärmstens empfehlen. Da muss man sich nicht allem anschließen, was er so schreibt, aber sehr interessant. Da geht es im Wesentlichen um Sprache, um Semantik. Und das ist eben ein Zitat daraus, nicht das einzige, aber das bekannteste. Und wenn man sich eben mit ökonomischen Zusammenhängen beschäftigt, kommt man immer wieder an diesen Punkt, in dem man feststellt, okay, das, was ich hier beobachte, also hier, das ist das alles, was ich beobachte, stimmt nicht mit dem überein, was in mir ist. Und das kann das sein hier. Und dann kommt es hier zu einem Konflikt. Das ist also das hier, was ich beobachte, und das ist also nicht das, was ich mir vorstelle. Das hier ist also, wenn ich so will, meine ganz persönliche Map, meine Landkarte, mein Stadtplan, und das ist das, was ich eben vorfinde. Ja, wenn wir oben den Begriff beibehalten, Territory oder eben die Landschaft. Und jetzt ist es so, und das ist das Phänomen, und das macht sich zum Beispiel NLP zunutze, diesen Zusammenhang. Das ist nämlich einer der Grundsätze von NLP, dass derjenige, also hier der diese Karte in sich hat, obwohl er jeden Tag eines Besseren belehrt wird durch seine ständigen Erfahrungen und Beobachtungen, versucht er also nicht, vielleicht seine Landkarte anzupassen und zu aktualisieren, damit er sich besser in dem Territorium zurechtfindet, sprich also diesen Weg zu gehen, dort Dinge zuzulassen und dann hier vielleicht seine Landkarte anzupassen, im wahrsten Sinne des Wortes, einen neuen Straßennamen hinzuzufügen, damit er dann im Umkehrzug hier besser zurechtkommt. Das wäre also das, was man eigentlich erwarten könnte. Aber genau das passiert eben nicht, sondern man versucht nicht die eigene Landkarte vielleicht anzupassen, sondern man versucht natürlich das andere, und das mache ich mal in Rot. Man versucht natürlich das Territorium anzupassen an die eigene Landkarte. Denn die Welt hat sich natürlich nach einem selbst zu richten und nicht umgekehrt. In der neurolinguistischen Programmierung und auch in der Psychotherapie, so sie dann ressourcenorientiert arbeitet, aber das ist der moderne Ansatz in der Psychotherapie, wird natürlich genau jetzt versucht, genau das zu relativieren und den, zum Beispiel wenn ein Patient ist oder ein Klient, eben je nachdem, wie man ihn nennen will, den mit verschiedensten Methoden, zum Beispiel in NLP oder eben was funktioniert, dazu zu bringen, seine Landkarte oder Teile der Landkarte anzupassen, was für Leute, die da wirklich Probleme haben, ein riesiger Schritt ist, zu erkennen, dass sie damit besser fahren, wenn sie ihre Landkarte etwas an die Realität, an das Territorium angleichen und nicht diesen Kampf kämpfen, auf verschlungenen, teilweise logischen Salto Mortale vollziehen, um irgendwie immer Begründung zu finden, dass er das Territorium falsch liegt und nicht man selbst, nicht die eigene Karte, denn die eigene Karte führt man immer zum Ziel. Das ist jetzt vielleicht ziemlich abstrakt, konkret zum Beispiel auf Ansichten, auf Wissenschaft bezogen, ist das ein altbekanntes Phänomen. Mark Blauck hat auch mal ein Buch darüber geschrieben, nicht nur er, wo dann festgestellt wurde, wann sterben Theorien aus, wann verändern sich Theorien, wann kommen neue Paradigma zum Vorschein und setzen sich durch, nur dann, wenn die bisherigen Wissenschaftler, Forscher sterben im biologischen Sinne. Also banale Sache, klingt komisch, eigentlich sollte Wissenschaft sich ständig fortentwickeln, aber so ist es nicht, also nicht wirklich. Also gerade in so Dingen wie
in der Ökonomie und Kulturwissenschaften und solchen Bereichen ist es so, dass dort erst die alten Ansichten verschwinden, wenn auch die alten Ansichten verschwinden mit ihren Trägern, sprich denen, die das verbreiten. Weil die nämlich ihre Map, ihre Karte niemals anpassen, obwohl sie intellektuell eigentlich besser wissen müssen, wenn eben die eigenen Beobachtungen und Erfahrungen nicht mehr tragbar sind mit dem, was sie da täglich sehen und nicht mehr übereinstimmen mit dem, mit der Mappe, die sie bisher in ihrem Leben mit sich herumgetragen haben. Und so geht es eben auch, wenn es um Dinge geht, die zum Beispiel ich in den Videos mache. Wenn ich mal hier das bedingungslose Grundeinkommen nehme, was ich immer wieder erläutere, oder eben die Geldgeschwindigkeit anspreche, die als, naja, so wie ich das denke, eben als der Maßstab ist, den es zu ändern gilt und nicht das Geldvolumen und immer mehr Geld in den Markt pumpen, wie es jetzt der Fall ist, und jetzt in Kürze, oder eben auch, man sieht, im Steuersystem nach Kirchhoffscher Art. Also die Dinge, die ich in den verschiedensten Videos immer wieder erläutert habe, das kann, wie ich zu Anfang sagte, sich daran abzuarbeiten, muss nicht eine ungeheure Quelle der Frustration und eigenen Unsicherheit sein, wenn man eben merkt, dass seine eigenen Wünsche hier, das kann man eben auch sagen, okay, das ist hier vielleicht für die Leute, die das propagieren, das ist eben deren Map. Und sie schaffen es einfach nicht, das ans Territorium anzupassen, weil sie eben glauben, auf dem richtigen Weg zu sein. Und hier ist das, wo es denn der Punkt, wo es sich dann relativiert. Denn natürlich ist es auch so, dass man aufgrund seiner eigenen Landkarte durchaus auch, banal auch gesprochen, durchaus auch Einfluss eben hat auf die reale Welt und versucht dann seine ganz persönliche Map durchzusetzen. Hoffentlich mit möglichst friedlichen Mitteln. Und dazu gehört dann zum Beispiel vielleicht auch das hier. Man muss sich gewahr sein, und das ist auch der Sinn und Zweck dieses Videos, dass eben das immer ein zweischneidiges Schwert ist, seine innere Landkarte stur durchzuhalten, was zu inneren und äußeren Konflikten kommen kann. Oder eben auch bereit zu sein, von der inneren Landkarte abzuweichen, sie zu ergänzen, sie was zu streichen, was hinzuzufügen, um eben einen frustvollen Kampf mit der täglichen Realität zu führen. Diesem Phänomen sind natürlich alle Menschen ausgesetzt. Das ist eigentlich eine banale alltägliche Sache. Und natürlich geht es entscheiden. Auf allen Ebenen natürlich genauso. Die haben auch ihre inneren Landkarten, ihre Erfahrungen, ihre Prägungen, ihre Werte und sie versuchen eher das Territorium ihrer Landkarte anzupassen, als eben vielleicht einzusehen, dass ihre Landkarte nicht mehr stimmt, nicht mehr aktuell ist und eigentlich die Landkarte angepasst werden müsste. Wann nun was zu tun ist, passe ich meine Landkarte an oder versuche ich das Territorium anzupassen? Das ist, wie gesagt, ein zweischneidiges Schwert und mit dem man täglich kämpfen muss. Und dieses Video soll nur ein Hinweis darauf sein, dass es eben diesen Konflikt gibt. Und wenn man bestimmte Ideen und Ziele verfolgt, wie zum Beispiel, wenn es die denn hier sein sollen, dass man auch immer gewahr sein muss, das hier anzupassen, sprich seine eigene Landkarte zu korrigieren, wenn man offen ist, um nachzubessern, bevor man sich verrennt und stur seinem inneren Kompass folgt, in der Meinung, man hat recht. Also ein täglich auszukämpfender Kampf und wie der ausgeht, bleibt abzuwarten, sowohl auf ökonomische Dinge wie auch auf alle anderen Dinge. Wir sehen uns im nächsten Video.